Hallo ihr Lieben, da ist er wieder, euer Uwe. Für die Leute, die mich die letzten Tage so ein bisschen auf Twitch verfolgt haben, die haben ja gesehen, wie ich durch Bayer Hiebe gelaufen bin und wie ich euch das Leben hier in Bayer Hiebe gezeigt habe, was hier so passiert mit den Touristen, die jeden Tag kommen. Und heute sieht es anders aus. Denn eine Woche später hat der Präsident 14 Tage, wie wir sagen, Quarantäne oder den Ausnahmezustand verhängt und Bayer Hiebe ist seit heute leer. Geschäfte sind geschlossen oder nur bedingt offen und ich laufe gerade über den Parkplatz, wo normalerweise gefüllt ist mit Bussen, die Menschen vom Punta Cana bringen. Alles leer, Geschäfte zu und das werden wir jetzt die nächsten 14 Tage haben, wo also hier in Bayer Hiebe nichts passiert. Gar nichts passiert. Wir laufen heute mal durch und einfach mal zu schauen, wie das Ganze so aussieht. Die Leute, denke ich mir, sind mit der Situation eigentlich noch gar nicht so recht, kommen gar noch nicht so recht klar, weil das hat ja auch noch keiner erlebt. Baustellen, klar, da wird weiter gebaut, komischerweise. Aber so das Leben, sprich die Restaurants, sind zu, eventuell dürfen sie noch Auslieferungen machen, der Rest steht brach. Wir gehen jetzt mal so ein bisschen rund und schauen uns mal an, was da so noch machbar wäre. Supermärkte haben auf, bis zu gewissen Uhrzeiten. Ihr hört es, gebaut wird immer. Und dann lasst euch mal überraschen. Ich schwimme jetzt einfach mal so ein bisschen durch die Gegend. Da seht ihr also das krasse Gegenteil, was ihr die letzten Tage gesehen habt. Vom vollen Bayer Hiebe zum leeren Bayer Hiebe. Ja, das Leben ist zum Erliegen gekommen und das sieht man natürlich auch hier in den zwei Buchten vom Bayer Hiebe. Da, wo sich jeden Tag mehr wie 3000 Menschen normalerweise bewegen, mit den Booten, die zur Insel Catalina und zur Insel Saona fahren, da steht alles. Und ich drehe jetzt die Kamera mal so ein bisschen rum. Und das seht ihr hinter mir so in der einen Bucht, die ganzen Boote liegen. Ja. Sich nichts bewegt und wir gehen jetzt vorne mal zur Spitze. Da könnt ihr mal beide Buchten so im Total sehen und da seht ihr auch in der anderen Bucht, da liegen die größeren Schiffe. Da passiert also die nächsten Tage nichts. Da nutzt man das erstmal, um jetzt so ein paar Wartungsarbeiten zu machen und. Das ist alles okay. Ich sag mal so, die ersten paar Tage ist das alles wunderbar. Aber nach zwei Wochen, wenn das Geld dann zu Ende geht, dann schauen wir dann mal weiter, wie das Ganze dann hier so ausschaut. Ich habe das schon gemerkt, ich war Anfang der Woche in Santo Domingo, in der Hauptstadt. Und da ist normal immer viel los, verkehrsmäßig. Das ging aber ratzfatz, dass man da drin war. Also der Verkehr, wow, also auf ein Drittel geschrumpft, sag ich mal so. Und ich war da auf einigen Ämtern. Und da merkt man also, dass da schon eine gewisse Panik in irgendeiner Form ist im Land. Denn da laufen viele mit Mundschutz und Handschuhen und Desinfektionsspray und so weiter durch die Gegend. Was im Grunde genommen, sorry, für ein Land mit 10 Millionen Einwohnern, zwei Tote, die aber eine HIV und noch eine andere Krankheit mit 46 und die andere Tote mit über 80 zu Buche schlagen, Corona-mäßig. 26 Fälle total. Da ist ein bisschen, in meinem Gefühl, ein bisschen Hysterie im Spiel. Das passt nicht so ganz. Ich verstehe schon, dass man das Land abriegelt, was den Tourismus angeht.
Das ist schon schwierig genug, denn wir leben nun mal von den Touristen hier, die Haupteinnahmequelle. Aber was da jetzt gerade abläuft, da bin ich mal gespannt, wie lange wir da brauchen, bis wir uns da im Grunde genommen davon erholen, von dem Ganzen. So, ich drehe jetzt mal so ein bisschen hier, mache mal so einen Schwenk. Da seht ihr mal, so was hinter mir dann da alles liegt am Boden. So. Ja, wie gesagt, heute nutzt man noch die Zeit, macht Reparaturen, geht zu den Stränden, macht Aufräumarbeiten und so diese Sachen. Ein großes Beispiel ist eigentlich direkt da hinter mir, das Hotel Hilton. Ja, jetzt hinter diesem großen Katamaran, da wo die dunklen Wolken drüber schweben, seht ihr jetzt da hinter dem großen Katamaran. Das Hotel Hilton hat seit Anfang der Woche schon geschlossen. Das Hotel Hilton lebt natürlich vorrangig von amerikanischem Tourismus. Und ja, das ist also zu. Und oben auch im Dominikus, in unserem angrenzenden touristischen Teil. Das Viva hat zwei Parte des Viva Hotels geschlossen, ist also nur noch ein Part offen. Und es ist logisch dann auch, dass die Hotelgäste zusammengesucht werden zu einem zentralen Platz, dass man also die dort besser dann im Grunde genommen unter besseren logistischen Möglichkeiten versorgen und verhegen und pflegen kann. Solange bis dann die Ausreise stattfindet. Was dann auch wieder natürlich ein Problem ist, denn es gibt also keine irgendwie organisierten Flüge, muss man ehrlich sagen. Es wird zwar groß in Deutschland darum geredet von der großartigen Luftbrücke und dass da etliche Flugzeuge unterwegs sind, wir 50 Millionen Euro, dralalala, was das alles kostet. Die Realität, ihr Lieben, ist ein bisschen anders, denn wenn man hier mal am Flughafen ist und sieht, dass Leute morgens dann losfahren mit Bussen, weil sie alle hoffen, dass sie dann wegkommen und kommen abends dann alle gefrustet wieder, weil sie den ganzen Tag da standen und kein Flieger ging, und man keine Information bekommt, dann weiß man relativ schnell, dass im Grunde genommen die deutsche Bundesregierung nur bla 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 in die Luft bläst, um gewisse Touristen in den ganzen Herrenländern dieser Erde irgendeiner Form zu beruhigen. Will man auf die Seite des Auswärtigen Amtes, was wir ja auch hier versuchen, ganz klar, ist man ab der Seite 3 oder 4 geblockt und kommt nicht mehr weiter. Seite ist überlastet, was auch immer dann da kommt. Nicht zugänglich. Will man sich einloggen auf der Kontoseite, kann man sich zwar registrieren, bekommt aber im Grunde genommen keine Antwort. Und die Fluggesellschaften, wo man sich ja hinwenden soll, ganz speziell, wenn man Individualtourist ist, geben die auch keine Antwort. Also es ist schon interessant, was auf der einen Seite von den Medien berichtet wird. Ich verfolge das ja alles, ja, ich verfolge Amerika, Deutschland, alles Mögliche. Ist sehr interessant zu sehen, was man alles Tolles tut, um die Touristen in irgendeiner Form aus diesen Ländern zu holen. Und dann haben wir die Realität hier und man sieht, dass im Grunde genommen nichts passiert. Oder sehr wenig passiert. Ich sage ja nicht nichts. Es werden schon einige Leute ausgeflogen, aber es gibt keine großartigen Informationen. Das ist also das gravierendste Problem, was ich momentan gerade sehe. Dass diese Notsituation noch nie da gewesen ist in dieser Form, verstehe ich auch. Dass man da erstmal schauen muss, wie man das logistisch löst. Okay, aber auf der anderen Seite liest du dann, es stehen 700 Lufthansa-Maschinen auf dem Boden, 60 Stück sind in der Luft, 100.000 Touristen sind weltweit gestrandet. Ja, das ist einfach eine Rechenaufgabe, wie viele Maschinen brauche ich, um wie viele Leute zu holen. Und dann macht man einen großen Rundumschlag und dann muss die Bundesregierung mal ein bisschen bluten und dann sind die Leute alle zu Hause. Aber nein, funktioniert scheinbar nicht. So. Hier seht ihr so jetzt gleich, ich drehe mich jetzt so langsam um, da seht ihr hinten die Marine jetzt gleich an mir vorbeifahren.
Marineboote sind natürlich im Einsatz. Offiziell sind Luftwege, Seewege, Grenzübergänge, wir haben ja die Grenze zu Haiti, sind ganz offiziell geschlossen. Nur für Flieger, die Touristen ausfliegen, ist das Ganze offen. Sie sollten mit einer doppelten Crew kommen, weil sie dürfen den Flieger nicht verlassen. Das ist offiziell die Angabe. Aber wie gesagt, wie es in Realität abläuft, weiß ich erst ein bisschen später. Denn ein Bekannter von mir fährt heute Nachmittag nochmal zum Flughafen, weil seine Schwester hat heute eigentlich offiziellen Ausreisetermin. Und da sollen wir mal schauen, was da passiert. Müssen wir einfach mal gucken. So, jetzt haben wir euch mal so diese beiden Buchten gezeigt. Leblos, ohne große Bewegung. Und jetzt gehen wir noch mal so ein bisschen ins Dorf, wo wir auch nicht viel mehr los sein wird. So, ja, bei uns gibt es noch alles. Wir haben jetzt gerade noch mal so ein bisschen Sachen gekauft. Notwendig, die notwendig sind. Natürlich auch Klopapier. Aber ja, so keine große Aktion. Supermärkte haben nur noch bedingt offen. Also jetzt nehmen wir den ganzen Tag. Apotheken haben offen. So alle anderen Geschäfte im Grunde genommen haben zu. Restaurants, Kneipen, Bars, ist alles dicht. Ja, aber ja. Dann bis zum nächsten Update aus Bayer Hiebe. Ich wünsche euch was, bleibt gesund. Euer Uwe. Tschüss.